Es ist 7:30 am Freitagabend, Zeit für die Hessenschau. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ja, und Sie, Nancy Faeser, ist heute nach Hessen gekommen zum Gipfel der Landes-SPD in Friedewald, um sich ganz offiziell als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nominieren zu lassen. Meine Heimat ist Hessen, hier bin ich verwurzelt. Ich bin hier aufgewachsen in Hessen, meine Familie lebt in Hessen. Und ich möchte gerne, dass dieses Bundesland moderner, stärker und sozialer gestaltet wird. Deswegen trete ich an. Für mich ist Hessen Herzensangelegenheit. Ja, darauf schauen wir später nochmal. Wir gehen jetzt aber erstmal nach Willingen. In den vergangenen Jahren mussten die Skisprungfans verzichten. Jetzt dürfen sie beim Weltcup-Springen in Willingen endlich wieder dabei sein und an der Schanze jubeln. Und das haben sie auch gemacht. Los ging's mit dem Prolog der Frauen. Da waren die Fans hautnah dabei und haben sich vom schlechten Wetter nicht abhalten lassen. Nur nicht den Durchblick verlieren im Dauerregen und bei 5 Grad Celsius an der Mühlenkopfschanze. Es gibt aber mehr als nur einen guten Grund, heute hier am Auslauf im Nieselregen zu stehen. Endlich wieder Weltcup für alle. Nach 2 Jahren endlich wieder Skispringen, die Sonne scheint, du stehst in der ersten Reihe. Toll hier, ne? Ja, das Wetter könnte nur ein bisschen besser sein. Ach nee. Ja, sonst macht's ja Spaß. Die Fans der Springerinnen kommen zwar vorwiegend aus Deutschland, aber ihre Herzen schlagen international. Ich bin einfach Fan von Norwegen. Vom Land, von den Leuten, von den Skispringern auch. Ja. Welchem Speziellen? Bei den Frauen eigentlich alle und bei den Männern vor allem Marius Lindwig. Super, und vor allem, weil die Mädels jetzt dabei sind. Ne? Also endlich mal auch die Mädels mal live zu sehen, das ist wundervoll. Und die Fans sehen die Frauen nicht nur in der Luft, sondern auch ganz entspannt im Auslauf. Zeit für Autogramme, Selfies und ein wenig Smalltalk. Auch mit der Gewinnerin des Auftaktsprengens, der Oberstdorferin Katharina Althaus. Für sie läuft es in Willingen. Es ist ein bisschen nass, aber zum Springen geht es ganz gut. Die Schanze ist trotz dem Wetter perfekt präpariert. Es geht richtig super. Also die Helfer hier haben tolle Arbeit geleistet. Und ich freue mich, dass ein paar Zuschauer doch da sind bei dem Sauwetter. Sauwetter egal. Für die Fans ist der Tag nicht ins Wasser gefallen. Am späten Nachmittag dann das deutsche Mixteam fliegt auf Medaillenkurs. Der Regen ist durch, langsam füllt sich das Tal. Lara Witt aus Hamburg ist zum ersten Mal an der Schanze. Ich würde mir alle Knochen brechen. Landen könnte ich, glaube ich, gar nicht. Anschauen ist besser, ne? Ja, definitiv. Macht's denn Spaß? Total. Gute Stimmung, scheiß Wetter, aber es wird ja besser langsam. Also alles gut. Alles gut, fast. Denn jetzt pustet ein straffer Wind durchs Tal und bremst den Wettkampf, aber nicht die Stimmung. Und bei Mel machen heute Abend alle Halt und unterschreiben. Was machst du, dass die alle bei dir anhalten? Freundlich sein. Gibt's auch welche, die so gucken, dass du weißt, oh, da habe ich keine Chance? Nein, die sagen dann zweite Runde. Den zweiten Durchgang hat der Wind leider verblasen. Schluss für heute, aber morgen geht's ja weiter. Ja, die offizielle Eröffnungsfeier in Willingen, die läuft seit 19 Uhr. Und meine Kollegin Isabel Kramer, die ist jetzt live für uns vor Ort und steht an der Mühlenkopfschanze. Wir haben eben gesehen im Beitrag, das Wetter, das spielt ja irgendwie doch nicht so mit. Ja, ich bin hier gerade richtig im Trubel. Wir stellen gerade die Mannschaften vor, beziehungsweise wir stellen nicht die Mannschaften vor, sondern sie werden gerade vorgestellt. Und hier steht jetzt das deutsche Team. Und schaut mal hier, hier stehen ganz, ganz viele kleine Autogrammjäger. Auf wen wartet ihr denn gerade hier am allermeisten? Welches Autogramm wollt ihr ergattern? Stefan Laie. Stefan Laie und noch die ganzen anderen deutschen Trainer und vielleicht auch Co-Trainer. Okay, super, ihr seid also richtige Fans, richtig? Ja, also ich bin ein sehr, sehr großer Skisprung-Fan und ich mache es auch selbst. Du machst es selbst? Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? 9. Hey Mensch, und willst du auch irgendwann mal hier runterspringen? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich drücke euch die Daumen, dass ihr alle eure Autogramme bekommt, okay? Ja, also es ist wirklich Trubel. Der Zeitplan hat sich ein bisschen verschoben, um, Julia, auf deine Frage vorhin zurückzukommen. Es war sehr, sehr wenig. Die Qualifikation der Herren musste verschoben werden. Deswegen ist jetzt alles vorgezogen. Wir mittendrin statt nur dabei. Ja, und jetzt gehen wir noch einmal hier ein Stückchen
Unser Kameramann wird gerade belagert von den kleinen Autogrammigern. Jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Vergesst es, hier ist richtig Action. Um noch mal ein paar Zahlen zu nennen, 50.000 Fans werden hier das gesamte Wochenende erwartet. Und wenn wir hier mal einen Blick hinwerfen, das hier sind allein, sagen wir mal, 8.000 ungefähr, die heute am Freitag schon gekommen sind, war noch nicht ganz ausverkauft, lag aber vielleicht auch einfach ein bisschen am Wetter. Okay, jetzt hören wir's. Das deutsche Team wird gerade vorgestellt. Also, das lassen wir jetzt mal kurz auf uns wirken. Ich glaube, man hört's, ne? Also in Willingen, da lassen sich die Leute die Stimmung nicht vermiesen, egal ob es stürmt oder regnet. Hier ist Stimmung und ja, hier wird jetzt das deutsche Team angefeuert. Da machen wir doch gleich mal mit, ne? Ja, auf jeden Fall super Timing. Dankeschön, Isabel Kramer live aus Willingen. Frankfurts abgewählter Oberbürgermeister Peter Feldmann will aus der SPD austreten. Details jetzt von Kai in den Nachrichten. Ja, Feldmann sei enttäuscht, dass sich die Partei an der Abwahlkampagne gegen ihn beteiligt habe. Einer anderen Partei wolle er nicht beitreten, sondern sich weiter in Initiativen politisch engagieren. Der Frankfurter SPD-Vorstand wollte Feldmanns Austritt erstmal nicht kommentieren. Bei einem schweren Unfall auf der B84 zwischen Rastorf und Hünfeld-Neuwirtshaus ist heute Morgen eine 57-jährige Frau gestorben. Sie prallte mit ihrem Auto frontal auf einen entgegenkommenden LKW. Dabei wurde die Frau nach Angaben der Polizei in ihrem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Trümmer beider Fahrzeuge verteilten sich auf der Straße. Der Lastwagenfahrer, Entschuldigung, wurde leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Falsche Gucci-Kappen und nachgemachte Rolex-Uhren. Produktpiraterie ist ein Milliardengeschäft. Dagegen kämpft der Verein Plagiarius und verleiht jedes Jahr einen Preis für besonders dreiste Nachahmungen. In diesem Jahr geht der Schmähpreis an einen deutschen Möbelhändler, der den Nachbau eines Wandsystemregals vertrieben hat, das im Original von einem Hamburger Designstudio stammt. Statt zertifiziertem Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendeten die Plagiatoren minderwertiges Holz. In Kassel ist heute eine App vorgestellt worden für die Deutsche Märchenstraße. Die App bietet virtuelle Stadtführungen und aktuelle Tipps für Veranstaltungen und Aktivitäten entlang der Deutschen Märchenstraße an. Diese führt in Hessen von Hanau über Alsfeld, Marburg und Wolfhagen bis nach Kassel und auch zur Saberburg. Touristen können sich individuelle Routen erstellen und erfahren viel Wissenswertes in dieser neuen App. Und jetzt blicken wir auf den Hessischen Rundfunk. Heute haben Rundfunk und Verwaltungsrat neue Vorsitzende gewählt. Harald Freiling ist das neue Gesicht an der Spitze des Rundfunkrats. Das Gremium kontrolliert, ob der Hessische Rundfunk seine vom Gesetz vorgegebenen Aufgaben erfüllt. Aufsicht und Kontrolle, spätestens seit dem Skandal rund um den RBB, stehen sie besonders im Fokus. Das hat auch Auswirkungen darauf, wie der Rundfunkrat im HR zukünftig noch mehr arbeiten will. Mehr Öffentlichkeit, mehr Kommunikation und eben auch stärkere Professionalisierung im Sinn von Fortbildung von Mitgliedern des Rundfunkrats, die das ja alle im Ehrenamt machen. Ebenfalls neu gewählt wurde heute Heo Manderscheid als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Er wird in Zukunft das Finanzielle im Blick behalten. Der Verwaltungsrat überprüft beispielsweise die Jahresrechnungen des HR. Und noch eine Meldung aus dem Sport. Die Hängepartie ist vorbei. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Torwart Kevin Trapp vorzeitig verlängert. Der 32-Jährige bleibt der Eintracht damit bis zum Sommer 2026 erhalten. Sportvorstand Markus Krösche hat gesagt, damit habe man jetzt den langfristig stärksten deutschen Torwart zwischen den Pfosten. Das waren die Nachrichten und weiter geht's jetzt mit Hülya. Ja, danke schön, Kai. Ja, wir sollen ja alle Energie sparen und das gilt auch für die Schwimmbäder. Deshalb haben die im vergangenen Jahr ihre Wassertemperatur runtergeschraubt und es wurde kälter im Becken. Kinder sind teilweise nur noch mit Neoprenanzügen ins Wasser gegangen und andere gar nicht mehr gekommen. Doch die Lage, die entspannt sich langsam und in Velmer bei Kassel hat das Bibbern jetzt ein Ende. Es ist ganz kuschelig hier, zumindest vergleichsweise. Stammgast Andrea Gerholz sieht bei angenehmen 28 Grad im Hallenbad Velmer entspannt ein paar Bahnen.
Allerdings war es bis vor kurzem weit weniger entspannt, viel zu kalt. Seit gestern gönnt das Bad den Gästen 2 Grad mehr. Finde ich einfach super. Ich war gestern schon hier und habe gestern schon gemerkt, dass es viel, viel wärmer ist. Und heute freue ich mich einfach nur drauf. Wegen der Energiekrise waren im vergangenen Jahr die Temperaturen in vielen hessischen Hallenbädern gesenkt worden. Auch in Velmar. Um 2 Grad im Sportbecken und 1 Grad im Nichtschwimmerbecken. Jetzt ist alles wie vorher. Denn die Besucher waren, vorsichtig gesagt, nicht so richtig begeistert. Wir hatten natürlich viele Beschwerden von Jüngeren und von Älteren, denen es halt insbesondere bei Schwimmkursen zu kalt war. Und von daher haben wir uns jetzt gemeinsam mit der Betriebsleitung dazu entschlossen, die Temperatur wieder nach oben zu schrauben, also um die 2 Grad auf 28 Grad, sodass dann wieder die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder zum Schwimmen kommen und natürlich auch unsere Jungen dann möglichst schnell wieder schwimmen lernen können. Weil die Kinder zu sehr bibberten, fanden einige Schwimmkurse gar nicht statt oder wurden abgebrochen. Es ist eh ein schweres Jahr in Velmar. Es kommen weniger Badegäste als früher. Verglichen mit 2018 gerade einmal die Hälfte. Dabei ist es hier noch schön. Im Darmstädter Nordbad können Sie von den Temperaturen in Velmar bei frischen 25 Grad nur träumen. 25 sind zu wenig. Die Muskulatur, die kühlt total aus. Man bekommt schneller Krämpfe und kann auch Zerrungen bekommen, Krämpfe. Also das war vorher auf jeden Fall wesentlich besser mit 26, 27 Grad. Zumindest die Temperatur im Schulsportbecken hat die Stadt jetzt auf 26 Grad erhöhen lassen. Allerdings auch nur hier im Nordbad. Knapp 5 Kilometer weiter, im Darmstädter Bezirksbad Bessung, müssen sie immer noch zittern. Schwimmkurse bei 25 Grad. Linnea will da nicht mehr hin. Das Blödste war, dass es halt so richtig zu kalt war. Und Rückenschwimmen mussten wir. Ich kann das eh fast gar nicht. Und dann, als ich gefroren habe und gezittert, da war es mir einfach zu kalt. Beim Einschlafen war es ja wirklich so, dass du nochmal geweint hast und gesagt hast, es war einfach zu kalt, du konntest dich gar nicht konzentrieren auf das, was von dir verlangt wurde. Ne? Die DLRG empfiehlt eine Mindesttemperatur von 26 Grad für Schwimmkurse, besser 28. Trotzdem sagt Darmstadt Nein zu weiteren Erhöhungen. Aber immerhin, das Sparen funktioniert. Wir haben durchschnittlich um 2 Grad die Temperaturen reduziert. Wir sehen, dass wir dadurch eine Einsparung von über 25% des gesamten Energieverbrauches auch tatsächlich einsparen. Nur blöd, dass eben auch um die 30% weniger Besucher kommen. Aber in Velmar zumindest schwimmen Andrea Gerhold und Hilke Kuhlmann jetzt wieder richtig gerne. Herrlich, immer herrlich und heute viel angenehmer als in den letzten Monaten. Ja, die Kandidatur von Nancy Faeser ist keine Überraschung mehr. Schon gestern hatte sie die monatelangen Spekulationen beendet und von Berlin aus verkündet, dass sie antreten möchte. Dass sie aber weiterhin als Bundesinnenministerin im Dienst bleiben will, das kommt nicht bei allen gut an. Doch heute beim Landesgipfel der SPD in Friedewald hatte Nancy Faeser erstmal ihren großen Auftritt. Bei Nancy Faeser brechen alle Dämme. Volle Euphorie. Sie wird die hessische SPD in den Wahlkampf führen. Schon am Nachmittag kam Faeser entschlossen nach Friedewald. Aber auch gelöst, dass sie jetzt endlich den Satz sagen kann, auf den die hessische SPD so lange gewartet hat. Für mich ist Hessen Herzensangelegenheit. Das ist meine ganze Leidenschaft. Und das möchte ich heute auch zum Ausdruck bringen, indem ich mich bewerbe und indem ich dafür antrete. Doch natürlich kommt heute auch die Frage auf, wie sie das alles schaffen will. Bundesinnenministerin in Berlin, Wahlkämpferin in Hessen. Die Kritik an dieser Doppelrolle ist groß. Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus einem Amt heraus zu kandidieren. Ich bin vielleicht ein bisschen überrascht dafür, dass man es etwas heftiger macht, wenn es eine Frau macht. Bei Männern habe ich die Frage selten gehört. Die SPD-Kandidatin Faeser wird einen kräftigen Schluck zur Stärkung brauchen. Denn auch ihre Gegner laufen sich schon mal warm für den Wahlkampf. Na, wer mit ganzem Herzen in Hessen ist, der löst keine Rückfahrkarte. Und genau das erleben wir jetzt bei Nancy Faeser, dass sie sagt, ich komme vielleicht irgendwie, könnte sein, nach Hessen. Aber völlig klar, mein Ticket zurück nach Berlin ist schon gebucht. Sie vermittelt durch den Entscheidungszeitpunkt und die Art und Weise jetzt den Eindruck, dass sie das gar nicht ernsthaft will und vielleicht sogar gezwungen wurde von der Partei, weil kein anderer da war. Und das ist etwas, wo wir natürlich sagen, wir wollen volle Leidenschaft für Hessen. Volle Leidenschaft will auch Nancy Faeser ausstrahlen. Bei den Genossen ist sie beliebt und unumstritten. Die Parteigremien nominieren sie heute einstimmig. Das gibt ihr Kampfeskraft.
Ich bin die erste Bundesinnenministerin und ich werde die erste Ministerpräsidentin dieses Bundeslandes Hessens werden. Damit aus dieser Hoffnung Realität wird, wird es viel Unterstützung brauchen. Heute in Friedewald war die schon mal da. Zwei starke SPD-Frauen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland an der Seite der Hessin. Sie sind, was Nancy Faeser werden will, Ministerpräsidentin. Ich bin davon überzeugt, dass Nancy Faeser die ideale Kandidatin ist hier in Hessen. Und ich wünsche mir sehr und ich finde, wir haben allen Grund, wirklich diese Hoffnung und Zuversicht zu teilen, dass sie die erste Ministerpräsidentin wird in Hessen. Die Genossen haben es lange spannend gemacht, doch jetzt ist es entschieden. Nancy Faeser wird das Gesicht des Wahlkampfs der SPD. Ja, und wir schalten jetzt live nach Friedewald, wo die Leiterin unseres Landtagsstudios Ute Wellstein steht. Und Ute, du bist da nicht allein, du hast die Spitzenkandidatin Nancy Faeser bei dir. Genau, und die hat es auch mit uns noch mal spannend gemacht und uns dann ein bisschen warten lassen, weil sie da oben noch Blumensträuße und Umarmungen und Glückwünsche entgegengenommen hat. Aber jetzt ist sie hier, Nancy Faeser. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Wir haben eben im Stück gesehen, dass Sie Tränen in den Augen hatten, sogar geweint hatten. Was hat Sie denn da so zur Rührung gebracht? Vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Mich hat sehr gerührt, eine solch geeinte und entschlossene Partei vorzufinden, die sich heute in allen Gremien einstimmig für mich ausgesprochen hat und doch so motiviert jetzt in diesen Wahlkampf geht zum 8. Oktober. Und es hat mich wahnsinnig gerührt, welche Kraft und Energie ich von meiner eigenen Partei an Unterstützung heute bekommen habe. Jetzt dürfte das ja der leichtere Part bei der Angelegenheit sein, seine eigene Partei hinter sich zu bringen. Aber wie wollen Sie denn die Wählerinnen und Wähler in Hessen davon überzeugen, dass die dringend eine neue Ministerpräsidentin Nancy Faeser brauchen? Also zum einen, glaube ich, ist es elementar wichtig, die eigene Partei hinter sich zu haben, weil man das nur gemeinsam gewinnen kann. Und den Wählerinnen und Wählern mache ich ein Angebot. Ich komme als Ministerpräsidentin nach Hessen, um Hessen moderner, sozialer, gerechter aufzustellen. Hessen ist ein tolles Bundesland mit großem Potenzial, aber es muss es auch für die Zukunft sein. Ich möchte den Menschen aufzeigen, dass wir auch in der Zukunft ein starker Industriestandort sein wollen, mit zukunftsfesten und fähigen Arbeitsplätzen. Und ich möchte auch den Dienstleistungsbereich nach vorne bringen, sodass die Karstadt-Verkäuferin und Kaufhof-Verkäuferin auch weiß, was sie in der Zukunft noch arbeitet. Hessen hat unheimliches Potenzial und das möchte ich gerne heben. Warum könnten Sie das besser als die amtierende Regierung? Na, weil sich um diese zukunftsweisenden Themen der Arbeitsmarktpolitik nicht gekümmert wird in Hessen. Und deswegen machen wir ein neues Angebot dafür, dass wir Hessen zukunftsfest aufstellen wollen, für gute und bezahlbare Löhne kämpfen. Und das ist das Angebot der hessischen SPD. Seit klar ist, dass Sie antreten wollen, wird eine Frage sehr viel erörtert. Ihre Doppelrolle als Bundesinnenministerin in schwierigen Zeiten und Spitzenkandidatin hier. Und ganz viele Leute fragen sich, wie will die Frau das denn schaffen? Na, so wie alle anderen auch, die aus Ämtern heraus kandidieren. Und das ist in einer Demokratie eine Selbstverständlichkeit. Das hat damals Angela Merkel als Bundeskanzlerin gemacht. Das hat der Bundesfinanzminister Olaf Scholz gemacht, als er als Bundeskanzler kandidiert hat. Das hat Armin Laschet gemacht. Und das machen auch die beiden Ministerpräsidenten von Bayern und Hessen. Auch sie kandidieren aus einem Amt heraus und schaffen beides. Und ich finde interessant, dass man das die Männer nicht fragt, aber eine Frau immer danach gefragt wird. Nun gibt es noch einen zweiten Aspekt, der sich zu Ihrer Achillesferse auswachsen könnte, nämlich Ihr, wie es eben anklang, Rückfahrticket nach Berlin. Sie haben klar gesagt, Sie kommen als Ministerpräsidentin, aber nicht als Oppositionsführerin. Glauben Sie nicht, dass das bei vielen den Eindruck erweckt, Sie meinen es gar nicht so ernst mit der Kandidatur in Hessen? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin eine Frau mit sehr klaren Positionen und ich bin ehrlich. Ich sage den Menschen, was ich machen werde. Ich mache ein Angebot, Ministerpräsidentin in diesem Bundesland zu werden. Und wenn das nicht klappt, dann komme ich nicht als Oppositionsführerin zurück. Ich finde, man muss von vornherein klar benennen, was man möchte und was nicht und was man macht, was man nicht macht. Ich war bereits Oppositionsführerin. Ich führe ein sehr wichtiges Amt in Berlin und ich glaube, es ist wichtig, zu dieser Verantwortung dann auch zu stehen. Trotzdem stehen Sie ja jetzt unter extrem verschärfter Beobachtung. Wann macht sie Wahlkampf? Wann ist sie Innenministerin? Trennt sie das sauber? Wo sehen Sie denn da die größten Fallstricke für sich? Haben Sie nicht Angst, dass Sie jetzt mit angezogener Handbremse Ihr Amt ausüben und Ihre Spitzenkandidatur hier ausüben, weil Sie Angst haben, was falsch zu machen? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin eine Frau von klaren Positionen. Ich werde das, was ich angefangen habe in Berlin und jetzt auf den Weg gebracht habe, zum Beispiel das wichtige Gesetz Fachkräfteeinwanderung, was zwingend notwendig ist, um unseren Wohlstand in Deutschland zu sichern, auch tatsächlich zum Ende zu führen. Da werde ich auch nicht nachlassen. Und ich werde natürlich für die innere Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor da sein. Und das wird auch immer die oberste Priorität haben. Und natürlich kann man auch Wahlkampf führen. Ja, das geht dann von
Freizeit ab. Und das ist aber wie bei allen anderen auch, die aus Ämtern heraus kandidieren, die werden auch ihre Ämter nicht vernachlässigen und trotzdem Wahlkampf führen. Vielen Dank, Nancy Faeser. Und damit gehen wir zurück nach Frankfurt, Studio der Hessenschau. Dankeschön, Ute Wellstein, live aus Friedewald. Ja, wenn die Kinder erwachsen sind, ziehen sie meistens aus. Und wenn sie mal nicht mehr weiter wissen, fragen sie eben die Eltern. Bei denen, die zum Beispiel in einem Kinder- oder Jugendheim aufgewachsen sind, ist das anders. Wenn die erwachsen sind, dann sind sie meistens auf sich allein gestellt. Das sind sogenannte Care-Leaver. Und für die gibt es jetzt spezielle Anlaufstellen, die sie dabei unterstützen, auch die einfachsten Dinge des Alltags zu regeln. Claire Duda ist 21 Jahre alt und Care-Leaverin. Care-Leaving heißt auf Deutsch die Fürsorge verlassen. So nennen viele den Weg aus der Jugendhilfe ins selbstständige Leben. Jugendhilfe war bei Claire die Unterbringung in einer Wohngruppe. Diesen Schritt ist sie selbst gegangen. Meine Mutter ist alleinerziehend, mein Vater lebt, aber mit dem habe ich einfach nicht besonders viel Kontakt. Und das hat sich einfach so herauskristallisiert, bis ich 14 war, dass das nicht gut funktionieren kann und dass ich einfach in ein anderes Umfeld musste. Und also ich habe quasi mit 14 selbst entschieden, auszuziehen. Claire hat sich in ihrer Wohngruppe sehr wohl gefühlt und wäre gerne geblieben. Doch Jugendhilfe heißt, dass man mit der Volljährigkeit irgendwann rauswächst. Für uns sind halt Geburtstage meistens nicht nur Geburtstage. Also der 18. ist nicht nur, ich kann jetzt Alkohol kaufen und meinen Führerschein machen, sondern der 18. ist auch, wie geht's weiter? Was passiert? Wird mein Bedarf anerkannt oder nicht? Und genauso ist es aber auch mit dem 21. Also auch die ambulante Förderung über das 21. Lebensjahr hinaus ist unter anderem schwierig. Claire ist stolz darauf, wie sie das alles hinbekommt mit Wohnung und Studium. Um sich sicherer zu fühlen, hofft sie, dass das Jugendamt ihr weiterhin die sogenannte Hilfe für junge Volljährige bewilligt. Für solche Sorgen, kleinere und größere Herausforderungen im Leben, gibt es seit knapp einem Jahr die Care-Leaver-Beratung der Frankfurter Stiftung Waisenhaus. 50 junge Menschen von 18 bis Ende 20 hat Timo Tratzki hier bereits unterstützt. Wie, das ist ganz unterschiedlich. Wenn man erwachsen wird und auszieht, dann kommen viele Fragen, die neu sind für einen im Leben. Ob das die Anmeldung des Stromes ist, ob das ein Brief ist von der Behörde, der im Briefkasten war, oder ob es einfach auch das ungewohnte alleine Wohnen ist, was einem schwerfällt. Und dort möchten wir ein Angebot bieten, dass alle jungen Menschen erstmal eine Möglichkeit haben, eine Antwort zu bekommen. Sean hat das bereits geholfen. Als seine Mutter starb, wurde er zum Vollwaisen und lebte bis vor einem Jahr in einer Pflegefamilie. Als diese nach Dresden zog, wollte der heute 20-Jährige bei seinen Freunden in Frankfurt bleiben und studieren. Also musste er sich eine eigene Wohnung suchen und es dem Jugendamt melden. Sich selbst ein Leben aufbauen mit all der Bürokratie findet er kompliziert. Mein Ansprechpartner halt bei der Care-Leaver-Beratung, der hilft mir da auch sehr. Also das ist auch wirklich sowas, wenn es mal wirklich vor Ort Probleme hier gibt, kann ich auf ihn zugehen und ihn auch jederzeit anrufen oder so. Und dann hilft er mir auch wirklich bei Zeiten. Das war jetzt zum Beispiel so, dass es Probleme jetzt mit meinem Strom gab. Ich habe verpennt, den Strom anzumelden. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn man das erste Mal alleine wohnt. Wie funktioniert das alles? Ich habe es vielleicht ein bisschen verplant gehabt. Zu seinen Pflegeeltern hat er zwar noch Kontakt, doch wegen der Distanz ist Sean froh, dass es die Beratungsstelle in seiner Nähe gibt. Egal ob für Papierkram oder einfach mal ein offenes Ohr. Sozialarbeiter Timo Tratzki hilft, wo er kann und freut sich, dass die Beratungsstelle bisher gut ankommt. Es ist ja erstmal das erste oder eins der ersten Angebote in Frankfurt überhaupt. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Die Idee ist, dass man natürlich auch ein Netzwerk schafft zwischen Beratungsstelle, Ämtern, Jugendjobcentern, zu gucken, was kann denn das Große im Hintergrund sein, dass eine Vernetzung läuft und es tatsächlich auch einfachere Wege ermöglichen kann. Dafür setzen sich auch andere Projekte in Hessen ein, bisher aber noch nicht flächendeckend. Timo Tratzki hofft, dass Care-Leaver es in Zukunft leichter haben werden. Ja, draußen ist es kalt und grau und da wäre ein Besuch in der Schirnkunsthalle in Frankfurt vielleicht das Richtige, denn in der stehen zum Beispiel diese bunten Frauenskulpturen, die Nanas, und die sind das Markenzeichen der Künstlerin Niki de Saint-Phalle. Doch die Ausstellung, die heute startet, zeigt auch andere Werke von ihr, die viel gesellschaftskritischer sind als ihr öffentliches Bild. Moi? Je m'appelle Niki de Saint-Phalle et je fais des sculptures monumentales. Niki de Saint-Phalle. Bekannt ist sie für ihre Nanas, riesige bunte Frauenfiguren, die sich nicht um Schönheitsideale scheren.
Die Nanas sind ein Jubelfest der Frau. Sie rufen das Matriarchat aus und sind unabhängig von männlichen Vorstellungen, von Konventionen, leben eine befreite Sexualität, haben eine Körperlichkeit frei von den Vorstellungen von Männern, beispielsweise von Frauen als Sexobjekt. Bekannt wurde die Franco-Amerikanerin in den 60er Jahren, der Zeit des Kalten Krieges. Sie beschoss vor Publikum Gipsreliefs mit präparierten Farbbeuteln, die dadurch aufplatzten, als würde die Kunst bluten. So wurde sie in kürzester Zeit populär. Es ist so, dass damit in der politischen Zeit der 1960er Jahre was ganz Revolutionäres gemacht wurde. Nämlich der Schritt weg von der klassischen Malerei hin zum Experiment, ja, zum kollektiven Experiment und auch der Arbeit mit neuen Materialien. De Saint-Phalle ist voller Widersprüche. Hineingeboren in eine adlige französische Familie, die bald all ihr Geld verliert und in die USA geht. Sie fliegt von der Klosterschule und verlässt später Mann und Kinder in Richtung Paris, um sich der Kunst zu widmen, zum Beispiel auch begehbaren Skulpturen. Ihr langjähriger Partner wird der Schweizer Künstler Jean Tinguely. De Saint-Phalle begehrt auf mit ihrer Kunst, gegen ihre Herkunft, gegen den Vater, der sie missbraucht hat, gegen die Rolle der Frau. Das Wichtigste für Niki de Saint-Phalle war, unabhängig zu sein. Und insofern unabhängig von Galerien, unabhängig von Männern, unabhängig von einem System. Die Autodidaktin lässt sich nicht in Schubladen stecken. Und immer wieder setzt sich die Künstlerin mit der Rolle der Frau auseinander. Der Ehefrau, der verschlingenden Mutter, auch der alternden Frau. Ihre Enkelin engagiert sich bis heute für die Kunst ihrer Großmutter. Oui, je pense souvent à elle. Ja, ich denke oft an sie. Manchmal muss ich lachen, weil es sich so anfühlt, als würde sie da oben stricken und von dort aus die Fäden ziehen, als wäre ich ihr Soldat. Ich bin stolz, ihr Soldat zu sein. Es ist ein Privileg, eine solche Großmutter zu haben. Niki de Saint-Phalle, noch bis zum 21. Mai in der Frankfurter Schirnkunsthalle. Ja, und das war's von uns heute. Nachrichten haben wir später auch noch mal in der späten Hessenschau-Ausgabe. Und zwar um 21:45 schon für Sie. Ihnen einen schönen Freitagabend. Und morgen ist dann Christine Gesang wieder da. Tschüss. Tschüss.